Hallo meine Lieben, heute geht es um Videounterricht. Dazu gehe ich in mein Testteam und ich kann Videounterricht eigentlich in allen Kanälen durchführen. Ich gehe jetzt in den Kanal Allgemein und gehe hier auf Besprechung und wähle diesen Pfeil nach unten. Und jetzt kann ich eine Besprechung planen, kann natürlich auch jetzt sofort besprechen. Heute mache ich aber eine Planung, ich nenne den Titel einfach Unterrichtsstunde. Die Teilnehmer brauche ich nicht hinzufügen, nur optional, wenn es andere Teilnehmer sind als schon in dem Team vorhanden. Das Datum kann ich natürlich wählen und die Zeit. Ich wähle hier den heutigen Tag und als Zeit gebe ich ein 10 Uhr bis 11 Uhr, also 60 Minuten, eine Stunde und kann hier noch Details zur Besprechung natürlich angeben, wenn ich will. Und das mache ich auch hier. Liebe Schüler, ich freue mich schon auf unsere nächste Videounterrichtsstunde. Bitte halte das Schulübungsheft und das Schulbuch sowie Schreibsachen bereit. Gerade zu Corona-Zeiten für Videoheimunterricht bestens geeignet. Jetzt gehe ich hier noch auf Senden. Und schon erscheint diese Unterrichtsstunde hier bei Beiträge im Kanal Allgemein. Ich klicke jetzt hier noch einmal rein und gehe nun noch auf Besprechungsoptionen, denn hier kann ich noch was Wichtiges tun, und zwar mir allein die Rechte geben, damit ich meinen Bildschirm teilen kann, beziehungsweise ich allein nur präsentieren darf. Das mache ich hier ganz einfach bei der Frage, wer kann präsentieren? Wähle ich hier einfach nur ich aus und so kann ich gewährleisten, dass mir nicht irgendwelche Schüler dazwischen funken und ich gehe auf Speichern. Klicke hier oben wieder zurück und gehe auf Schließen. Um sicher zu gehen, dass auch jeder von diesem Team eine Benachrichtigung erhält, dass die Unterrichtsstunde stattfindet, gehe ich hier rechts oben auf das Drei-Punkte-Menü und bearbeite noch diese Nachricht und mache eine Erwähnung. Das heißt, sogenannte Menschen mit dem Ad-Zeichen und dem harten T kann ich nun das Team anklicken und jetzt kann ich auch sicher gehen, dass jeder aus diesem Team in seiner Aktivitätsleiste eine Nachricht erhält, dass ich diese Unterrichtsstunde angelegt habe. Ich gehe hier jetzt einmal auf die Sicht des Schülers. Zolle Schüler 01 ist der Teil des Testteams. Und daher hier hat er schon eine Nachricht bei Aktivität. Schauen wir das einmal an. Klick hier rein und sehe schon, Zoller hat das Testteam erwähnt, liebes Team allgemein. Er klickt es da an und hier kommt er sofort auf diesen Beitrag mit der Unterrichtsstunde. Ich klicke jetzt hier mal rein als Schüler, Zolli, und da öffnet sich dieses Fenster und da steht ganz groß an Microsoft Teams Besprechung teilnehmen. Nun gehe ich wieder zurück zur Lehreransicht und starte jetzt diese Unterrichtsstunde, klicke rein und hier öffnet sich noch einmal dieses Fenster. Ich könnte noch mal die Besprechungsoptionen einstellen und dann gehe ich auf Teilnehmen. Ja, hallo, das bin jetzt ich in meiner Live-Umgebung. Wenn ich hier mit der Maus drüber streiche, öffnet sich dieser Balken und hier habe ich einige Optionen. Ich kann die Kamera ausschalten, deaktivieren, ich kann das Mikrofon ausschalten oder ich kann auch den Bildschirm teilen. Ich habe ein Drei-Punkte-Menü mit weiteren Aktionen. Ich kann virtuell die Hand heben. Das können die Schüler dann auch machen. Ich habe eine Chat-Funktion, auch ganz fein. Wenn die Schüler Fragen haben, können sie auch Fragen reinstellen. Und ich könnte natürlich auch meine Teilnehmer anzeigen auf der Seite. Nun gehe ich aber auf das Teilen-Leiste-Fenster. Und hier kann ich auswählen, ob ich meine Desktop teile. Das mache ich jetzt einmal. Und ich kann den ganzen Bildschirm oder einige Anwendungsfenster teilen. Ich wähle hier mal ein Tafelbild. Und zwar, hier geht es um Prozentrechnen. Ich könnte das jetzt einblenden und die Schüler könnten das in ihr Heft schreiben, die Lösungen. Ich beende diese Freigabe wieder. Hier unten steht Freigabe beenden. Und ich teile jetzt noch ein anderes Fenster. Und zwar gehe ich wieder auf das Teilen-Rechteck und was auch hier toll ist,
Ich habe ein Microsoft Whiteboard hier, ich starte das mal. Und auf diesem Microsoft Whiteboard kann ich jetzt eigentlich auch schreiben. Wenn ich ein Tablet hätte, könnte ich ganz normal mit dem Stift drauf schreiben. Hier mit der Maus ist es wahrscheinlich ein wenig komplizierter. Eingestellt ist Whiteboard präsentieren. Die Bearbeitung ist nur Ihnen erlaubt. Könnt ihr natürlich auch einstellen, dass auch die Kinder darauf schreiben könnten. Mache ich jetzt nicht. Gehe auf Whiteboard präsentieren. Hier könnte ich jetzt die Stifte auswählen und könnt hier einfach reinschreiben. Ich mache das hier mit der Maus. Entschuldigen Sie die Schrift. Ich habe natürlich auch hier ein Textfenster und hier könnte ich natürlich auch schreiben. Nun versuche ich die Präsentation wieder zu beenden und steige auch aus der Unterrichtsstunde wieder aus.